auf unbefestigter Piste in die Zedernberge. Da liegt in einem schönen Tal mit Eukalyptusbäumen am Tratra-Flüsschen unser Ziel, das Dorf Wuppertal mit TH. Mein Name ist Willem Cornelius. Ich habe hier angefangen Anfang 1992. Ich bin also 3 Jahre hier. Der Lebensunterhalt für die Leute hier, wir haben 2 Fabriken. Eine Schuhfabrik und eine Handschuhfabrik. Dann haben die Leute Gärten, in denen sie Gemüse anpflanzen. This mission station formerly belonged to the Rhenish mission. Diese Missionsstation gehörte früher zur Rheinischen Mission. Sie wurde Anfang 1965 von der Mährischen Kirche übernommen. In dieser Missionsstation leben mehr als 2000 Menschen, verstreut über ein Gebiet von mehr als 40.000 Hektar. Wir haben mehr als ein Dutzend Außenstationen. Im Augenblick habe ich 16 Friedhöfe in meinem Bezirk, nur um Ihnen eine Idee zu geben, wie verstreut die Bevölkerung wohnt. Ich bin im Augenblick der einzige Pastor hier. Ich habe einen Küster, der mir hilft. Ich muss alle Dienste verrichten, auch die in kleinen Flecken außerhalb der Bezirksgrenzen von Wuppertal. Herr Pastor Cornelius, wir danken Ihnen für dieses nette Gespräch.